Richtig wohl fühlt sich Markus Weinzierl nicht, wenn die Kameras auf ihn gerichtet sind. Gemeinsam mit seinem Stuttgarter Kollegen Thomas Schneider lässt er sich die Räumlichkeiten der Kicker-Redaktion zeigen. Wie Schneider beim VfB oder Markus Gisdol in Hoffenheim gehört Augsburgs Trainer einer jungen Generation an, die systematisch am Erfolg feilt. Eigentlich die Zutaten für eine umjubelte Trainerkarriere, aber dafür ist der 38-Jährige nicht geschaffen. Ja, das sind immer so Schubladen, wo man reingesteckt wird. Ich weiß selber nicht genau, wie ich bin, aber ich werde immer beurteilt und bin so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber ich denke, jeder ist eigentlich so, wie er ist und sollte authentisch sein und macht sein Ding. So mach's ich so und ich werde mich nicht verstellen. Ein schillernder Verein war der FC Augsburg nie. Das Gelände grau, die Einzelspieler eher limitiert und die mediale Wahrnehmung minimal. Trotzdem verrichtet Weinzierl Woche für Woche Großes im Schwabenland, weit unter dem Radar. Nach der Horror-Hinrunde mit nur 9 Punkten führte Weinzierl die Mannschaft in der vergangenen Saison in aller Ruhe zum Klassenerhalt als jüngster Bundesliga-Trainer. Ein kleines Fußballwunder, an dem auch Sportdirektor Stefan Reuter einen großen Anteil hatte. Ja, einen sehr entscheidenden Faktor. Ich denke, dass es wichtig war, dass er im letzten Winter zu uns gekommen ist. Er verleiht dem Ganzen Stabilität. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und das merken die Spieler, sie folgen uns. Und bis jetzt funktioniert es wunderbar. Auch in dieser Spielzeit sind die Augsburger gut aus den Startlöchern gekommen und dadurch ihrem großen Ziel wieder ein Stück näher. Wir wollen einen stabilen Erstligisten aus dem FC Augsburg machen. Dazu kann man nicht nur verteidigen, sondern denke ich, man muss auch Fußball spielen. Eigener Ballbesitz ist ganz wichtig. Da sind wir dabei, uns zu entwickeln und zu steigern. Da haben wir natürlich noch Ausbaumöglichkeiten. Die Sache mit dem Fußball klappt schon ganz gut. Augsburg spielt erfrischend offensiv und liegt derzeit auf Rang 12. So kann es funktionieren mit dem großen Ziel für die Zukunft. Genug Ruhe zum Arbeiten hätte Weinzierl auch dann noch.